Leute, ich habe meinen ultimativen OP-Bunker in Minecraft-Helden endlich fertig. Er ist riesig und ich bin mega stolz. Aber Leute, heute wurde unsere Base schon wieder geraidet. Und jemand wurde entführt und ich habe ein Gespräch mit jemand anderem geführt. Das ist ein Like da, shop.chaoswitz.com, gönn ich euer Plüschtier. Gibt richtig viele im Shop, noch wenig Stück, bald immer ausverkauft. Aber jetzt erstmal, ich habe schlechte Nachrichten. Hey, Leute, ich bin Chaoswitz und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft-Helden. Und Leute, ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich bin gerade am krank werden. Ey Leute, ich habe so viel aufgenommen neulich. Meine Stimme ist einfach komplett broken, ja. Aber Leute, wisst ihr was? Das hält mich nicht davon auf, ein paar Leute hier zu klatschen. Wir haben nämlich ein paar Leute online hier. Nämlich Ben, Gomme, Russik und Amir. Und ich habe auch einiges gemacht. Letzte Folge, by the way, war so crazy. Es ist so viel passiert. Die komplette Paulberger Burg wurde einfach gesprengt. Aber Leute, das Wichtigste in dieser ganzen Sache, was ihr berücksichtigen müsst. Wir Ampelkrieger sind auch hier oben, ja. Wir Ampelkrieger haben immer noch volles Potenzial. Flo, wo bist du? Wir müssen los. Die Base kann jeden Augenblick geraidet werden. Okay, let's go. Wir gehen rüber zu Ben. Ich habe aber hier ein paar Kakteen angepflanzt. Für mehr von diesen grünen Raketen. Hey Leute, ich bin nochmal Chaos von 40 und willkommen zurück zu Minecraft Helden. Du wirst gebraucht. Wie gebraucht? Es ist schon August. Warte, ist etwa der Mad August? Leute, Hashtag Werbung, World of Tanks Blitz feiert den Mad August diesen Monat. Das bedeutet, der ganze Monat ist voll mit verrückten Events, wie der Mad Games Modus bis zum 18. August, in dem ihr kostenlose crazy Upgrades auf euren Panzer packen könnt. Wie den Beschleuniger, der euren Panzer 50 Meter nach vorne oder hinten fliegen lässt. Denn seit Juni feiert World of Tanks Blitz ihr 10. Jubiläum mit verrückten Sommeraktivitäten. Zum Beispiel letzten Monat war man im Star Trek-Universum. What the hell? Oh mein. Dass nicht verrückt genug ist, gibt's auch noch den Burning Games Modus bis zum 22. August und den Big Boss Modus von 23. bis Ende August. Es gibt 11 Spielmodi, über 30 Karten und je mehr ihr spielt, desto mehr Belohnungen kriegt ihr. Aber Belohnungen, gebt den Code WOTBLITZMS1LOVE ein, dann kriegt ihr 3 Tage Premium, den MS1 Panzer inklusive Tarnung, 10 Zertifikate und Gold! Gold? Klickt den ersten Link in der Beschreibung und scannt den QR-Code und spielt jetzt World of Tanks Blitz am PC, Handy, Mac, Switch, Steam oder auf eurem Toaster. Aber Leute, das Wichtigste, Ampelkrieger sind full strong. Ampelkrieger sind immer noch in voller Zahl, mit vollem Leben. Es ist zwar schade, dass die Paulberger Ritter jetzt 3 Tode erlitten haben, aber das Ding ist, Leute, wir Ampelkrieger sind immer noch on top und wir sind die Hauptgefahr. Das Ding ist, ich habe eine Strategie, was auch gut ist. Sue unterschätzt uns. Ich habe euch schon mal gesagt, der größte Fehler, den ein Feind machen kann in einem PvP-Projekt, ist einen Gegner unterschätzen. Und genau das, glaube ich, machen die jetzt. Sie denken jetzt, okay, wir können nichts, wir sind schwach. Und ich habe, by the way, 62 Level, by the way. Also wir können richtig crazy enchanten. Und übrigens, ich habe meine andere Rüstung, weil ich habe auf meiner Backup-Rüstung tatsächlich Dornen 3 und hier nur Dornen 1. Deswegen nehme ich die Backup-Rüstung. Einfach weil kaum Dornen 3 besser ist. Oder quasi für den Fight geht es zwar schneller kaputt, aber weil ich eh Backup habe, ist egal. Aber Leute, Ben hat neulich mir gesagt, er hat den Krieg mit den Eiskriegern begonnen. Leute, ich habe mit ihm geredet, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, ja, er hat nur ein bisschen wegen Wasser, Toilettentaucher gehänselt und das ist ein bisschen ausgeartet. Aber Leute, wie es aussieht, haben jetzt Awife, Amir und Rhiney auch als Feinde, was Ben natürlich super gemacht hat. Aber Leute, das hält uns nicht davon auf, dass wir stark durch dieses Projekt gehen. Und ich habe letztens noch richtig viel gelootet. Und ich habe an meiner Base gearbeitet. Und meine Base ist crazy. Ihr werdet später im heutigen Video sehen, was ich meine, was sich da alles getan hat. Und das Ding ist, wir haben vorhin noch die ganze Base ausräumen wollen. Und währenddessen haben wir zum ersten Mal Alpha-Stern getroffen. Der wollte nämlich mit Ben unter vier Augen reden. Aber Rustik und ich haben ihn ausspioniert. Er hat TNT in der Hand. Könnte sein, dass er gerade irgendwas sagt über unsere Base und was er da gemacht. Keine Ahnung. Wait. Es könnte sein, dass er irgendwas bei der Base gemacht hat. Ich wäre mir nicht so sicher. Soll ich mal reinschauen? Sollen wir beide runtergehen? Ja, 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 ja. Also von der, ohne dass ihr das sieht. Mein Rucksack ist halt voll mit Yami seinen Sachen. Kann man eigentlich den Rucksack machen und den einen dann voll machen und den anderen in den Inventar legen? Nein, oder? Ah, was ist? Man kann den Rucksack nicht ins Inventar legen. Das Ding ist, wenn wir, das kannst du auch merken, wenn wir jemals einen von denen killen, einfach Grab abbauen, Backpack öffnen und alles reinschiften. Bam, 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 bam. Und alle Items sind Backpack, damit die weg sind. Okay. Ich kletter gerade runter, ne? Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt clean upen. Alle, also die wichtigsten Sachen mit dem Gold, Diamanten. Hier ist offen, hier ist offen, aber ich habe ein bisschen Angst gerade. Nee, ich war schon drin, das haben die so schnell nicht gemacht, sonst wäre ich schon in die Luft gegangen. Was seid ihr denn? Sei!
Alter, ist das krank. Und warte, was? Das hör, ja, nicht. Hör, wir wohnen hier, wir ja, wohnen hier. Aber stimmt, nein. Was soll denn das? Flo, ich bin nicht. Mach mich nicht leise. Du musst mich ganz genau hören, Flo. Mach mich nicht Angst, leise. Gemacht zu werden. Einfach, was willst du? Flo. Ich hab gesehen, du hast TNT in der Hand gehabt. Ich hab eure Base. So, jetzt hier, mach ich dich aber fett leise. Nein, der hat uns angeboten, uns mit TNT zu versorgen. Hä? Und dem wollen wir trauen? Ne, er Flo, meinte, er wusste davon nichts. Ich kann eure Base springen, wenn ich will, aber hab ich nicht, Flo. Wir können dich auch killen, aber das wollen, ja, wollen wir jetzt auch nicht. Das könnt ihr nicht, das könnt ihr nicht. Das willst du doch nicht probieren. Flo, ich hab Rücken, ich hab Rücken. Hä, von wem? Hey! Du mich, mein Computer kann abschmieren. Hey, ich wollte nur schauen, ob du ein echter Stein bist. Flo, das merkt man nicht, Flo. Aber wie lustig wäre das jetzt, wenn Alfie jetzt Stromausfall kriegt und Herz verliert? Und Herz yes, oh, das wäre überlustig. Okay, ich hau Leute, Flo! Hey, hör auf! Das war nur für Schaden! Nein, Flo, pass auf, verdammt! Flo, nicht die Raketen! Ja, guck, der ist genau wie Ente. Ja, okay, wir bereden das, was wir besprochen haben, Alfie. Ich gebe dir dann Feedback. Wie hat ihr Angst gekriegt? Aber TNT musst du mal überlegen, was du dafür haben willst auch, ne? Ich will Frieden und eure Zusicherung. Ich brauch Rücken, ich brauch euren Rücken. Aber wie viel bedeutet dir, wie viel bedeutet deine Friedenszusage? Du hast schon sehr vielen Leuten Frieden versprochen, glaube ich. Nein, die haben mich alle hintergangen, Flo. Ich Nein. Ich hab jetzt in jedem gefühlt Ärger, doch alle. Warte mal, ganz kurz. Alter, schnell, geh mal ganz kurz ein Stück zurück, warte ganz kurz. Ben. Okay. Ist der Wife jetzt unser Feind oder nicht? Er hat angeboten, sich zum Schwamm zu machen, also gelb, ne? Boah, ich will mich gelb machen, ich will mich ganz zum Schwamm. Warte, Ben, ist der Wife unser Feind oder nicht? Nee, ich denke, Wife nicht. Ich denke nur Rhiny und Amir. Aber das ist jetzt auch nicht safe, also. Alpha, Alpha Stern, magst du Rhiny und Amir? Rhiny, Amir, mit Amir, Amir war mit Vive gut, aber mit Vive hatte ich Ärger, aber ich glaube Amir und Vive hat dich gekillt. So gut sind, ehrlich gesagt. Ja, Vive hat nicht gekillt, den werde ich bis, ich muss ihn ein Herz in diesem Projekt abziehen. Ja, Vive ist uns eigentlich Schnurz erstmal. Ja, außer er mischt sich an. Ja, außer er mischt sich an, ja. Also du kannst Vive angreifen, das ist uns egal. Ich hab wieder Angst gekriegt. Das macht viel Schaden, hab ich gehört. Ja. Aber das ist gerade Chris Dix. Eine Moorrübe. Nein, dreh mal dein Maus rein. Was? Nein! Du guckst nicht in meinen Rucksack. Dreh! Hä, was willst du? Dreh dein Maus rein. Was denn? Die Items sehen. Alter. Ja, der hat da Raketen, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis. Okay. Und ich hab noch das hier, Abelkrieger. Oder meinst du das? Abelkrieger, hä, du machst dich zu einem gelben, aber es gibt gar keinen gelben Stein in Minecraft. Einfach Schwamm mach ich. Einfach Schwamm? Boah, das ist schon unschlagbarer Deal. Ja, das stimmt schon. Wir müssen das in Ruhe mal bereden. Das beredet man doch nicht vor dem Bewerber. Ja. Das ist doch oder ich mach Golderze in mein Skin rein, Leute. Könnte man auch überlegen. Ja, okay, wir überlegen. Das aber, ey, aber Flo, weißt du noch, was ich dir gestern erzählt habe? Es gibt doch noch einen anderen, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Was meinst du? Wollt ihr mich angreifen? Nein, ist das ein Codewort? Schokolade. Ist das ein Codewort? Du! Flo! Das war ein Schuss daneben. Du solltest mal lieber aufpassen. Alfie, wir ziehen jetzt ab. Wir haben nämlich Stress. Wir müssen unsere Base umziehen, weil wie du vielleicht weißt, ist die absolut geleakt worden. Ja, hab ich gesehen. Die hast du schon in deine Aufnahme geleakt. Ja, das mag ja alles stimmen, Flo, aber Fehler passieren ja auch. Okay, warte, Alpha, ich sag dir so viel. Ich glaube, wir können am selben Strang ziehen. Ja, ich glaube auch. Ich will ganz weit kommen in diesem Projekt. Ich muss in das Ding ist, grundsätzlich ist Alfie schon so, dass ich sagen würde, den kann man nicht vertrauen. Aber ich denke, dem ist es schon wichtig, halt Leute zu killen und zu überleben. Deswegen würde ich wiederum sagen, kann man ihm vertrauen. Ja, aber wie steht er jetzt wirklich zu den Königskriegern? Die mich doch rausgeworfen oder so, oder? Ja, ich hab Stani die Dia-Rüstung geholt, deswegen eigentlich... Aber ich hab da eine Info, Alfie, und zwar die ist auch relativ aktuell, ist von gestern Abend. Was? Und zwar von deinem besten Freund, Ente. Ich mein Schwert nehmen und der kriegt die Angst, warte. Und der hat mir erzählt, dass du auch Member dort bist. Na, Lüge! Ich bin hat nicht bei denen! Lüge! Ja, überhaupt nicht irgendwas! Ich hatte nur Frieden mit Stani, weil ich ihn nicht... Hey, was ist da los? Okay, ich kann ja nur wiedergeben, was er gesagt hat. Aber das sieht alles in allen Videos, wirklich! Ich kann mir vertrauen, Leute! Ja, okay, ich bin gerade gefühlt alleine, ich hatte nur Frieden, das war nur Frieden mit denen, aber ich bin kein Mitglied. Okay, da würde ich sagen, Waffenstillstand jetzt und wir melden uns. Ja! Yeah. Nur okay. Bitte!
Ja, guck mal, wenn du dein Versprechen einhältst. Ich hole mein ganzes TNT, alles, was ich abhole. Ja. Und Goldäpfel, boah, weil du bist ja dann der Goldene. Hast du eine Creeper-Farm gebaut oder woher hast du das? Ich glaube nämlich, Flo, ehrlich gesagt, er hat sich das zusammengeklaut, aber ich sag ja bloß. Weiß ich, meine aber Alfie, Schwarzpulver wäre auch big, wenn du das besorgen kannst. Ja, also, ich hab noch ein paar Stacks zu Hause, noch 5, 6, 7 Stacks oder so. Oh, wow, okay. Woher? Ich sag, die haben den guten Nutzen. Leute. Ich sag so, guck mal, du bist hier der eher unvertrauenswürdigere in unserem Gespräch. Deswegen, ja, stimmt, deswegen musst du mal ein bisschen was machen, um dein Vertrauen herzustellen. Aber dann können wir wirklich am selben Strang ziehen, denke ich. Ja, aber er nennt die auch TikTok-Clan schon, Flo, öffentlich auch. Du weißt es nicht, aber ich meine, du hast es nicht wirklich eine Wahl, also. Woher weiß ich, dass ihr euch vertrauen könnt? Ja, aber ich sag ehrlich, also... Wir haben Krieger untereinander haben wir jedem bis jetzt vertraut. Wir haben Rustig befreit, wir sind... loyal gegenübereinander. Okay. Na gut. Ja, pass mal auf, sonst beuchte ich ab, du Stein. Hey, wenn der Schuss jetzt fällt, dann kriegst du eine Rakete. Ich will dich aufbeißen, Flo. Nein, du willst mich nicht abbeißen. Umtragen, Flo. Wir haben hier noch zwei, ja, Russik ist hier schon Items dran. Items da unten sind. Ja. Also es ist ja ein Item weniger, seit Alfie meinen OP-Goldapfel verkackt hat. Ja. Ich kann euch helfen beim Umzug. Nein, du wirst uns sicher. Aber pass auf, dass da keine Fallen sind. Ich hab da keine platziert, aber ich hatte Angst, dass da Fallen sind unten. Also, ja, Rustig ist schon drin, also. Okay. Ja. Oh. Ja, dann geh aber hier. Also, so sehr vertrauen du mir dir auch nicht, dass du jetzt hier chillst, während wir die Bank. Muss ich jetzt hier Bodyguard spielen? Ohne Witz, ey. Ja. Mann, ich finde selbst nicht mal den Eingang. Er kommt schon wieder her, hier ist er. Ja, der soll gehen jetzt. Geh, Alfie. Ich will nur was platzieren. Ja, TNT oder was? Weg jetzt. Du musst da drei Farben machen. Rot, Gelb, Grün. Oh, das wäre schon cool. Es ist die Ampelarmbrust. Ja, dann musst du mal Blumen farmen. Weißt du, wie viele Blumen ich schon abgebaut habe? Warum denn nicht? Doch deine Waffe. Farm selber. Warum ist ein Russe jetzt Freunde, gegangen? Wir brauchen Freunde, den. Chill, Freunde. Weiß ich nicht, aber... Einfach schon so witzig. Ich bin ehrlich. Mal schauen. Ich sehe es gleich wie Ente. Anhand von seinem Verhalten. Wenn er das einhält... Gerne, ja? Kann uns beliefern? Leute, alles woran ich denke. Ich lese die Kommentare. Flo und Alfie wollen einen Pack gründen. An das, was Flo denkt. Neue Arbeit. Das Ding ist, wir müssen diese Pilzkuh retten. Ben hat die hergeholt. Ich habe letztens, hier kann ich euch das kurz einblenden. Ich habe, es war nämlich ein Donner und ich habe die rausgetragen und zu einer Kuh gemacht. Damit können wir nämlich etwas Ultra-OPs machen, was wir demnächst brauchen. Aber komm mal, ich bin ehrlich, Ben ist selber schuld, wenn er hier einfach seine Dias so rumliegen lässt. Komm mal, er hat so viele Sachen, die einfach hier... Er hat hier einfach sein ganzes Gold rumliegen. Also nicht mal in der Secret Chest. Ben meinte so, ja, Flo, du hast die Kiste unter dem Enchanter in deinem Video gesagt, das wissen alle. Er lässt alle seine Dias hier liegen. Er ist jetzt auch nicht gerade, besser, was das betrifft. Aber okay, dann lagen wir mal alles sicher um. Ich bin ehrlich, weiß ich ganz, was ich über ihn denken soll. Das Ding ist, Alpha Stan und IT sind, glaube ich, Best Buddies oder so. Aber er ist auch mit Ente gut und Ente hat uns komplett hintergangen und ist jetzt voll bei den Königskriegern. Aber Aitil ist jetzt auf einem Leben. Und ich glaube, das will Alpha Stein nicht sitzen lassen. Und das Ding ist, Alpha Stein ist auch gegen Awive. Also, vielleicht können wir da wirklich was mit ihm machen. Ich würde ihn aber nicht so sehr vertrauen, ja. Aber Leute, eines, auf die ich vertrauen kann, ist, wir stehen ganz kurz vor den 1,7 Millionen. Auf 1,66 sind wir ganz knapp schon und uns fehlen 40.000 Abos für die 1,7 Millionen. Wir haben noch 4 Monate bis Jahresende. Leute, ihr müsst alle abonnieren. Ich will meine Streak beibehalten. Das Ding ist, wir haben die letzten 3 Jahre 1,4 Millionen, 1,5 Millionen, 1,6 Millionen immer zu Jahresende gehittet. Ich will nicht, dass dieses Jahr diese 4 Jahre legendäre Streak bricht, ja. Also Leute, abonniert. Ey, das ist voll einen guten Zweck, Leute, ja. Und jeder von euch, der nicht abonniert, dem fallen übermorgen die Haare aus. Leute, das, ja, also jetzt wisst ihr, Ryan zum Beispiel, der hatte mich noch nicht abonniert. Deswegen, also, er ist lebender Beweis. Die haben hier alles aufgegraben. Das ist schon, was Ben sagt. Und Amir schreibt gerade, hab gehört, vorgestern gab es ein großes Feuerwerk. Weißt du was darüber? Ach so, meinst du, Leute, denkt ihr, Amir war da ein bisschen Alter, ich dachte, in einer Amir Decke? Mit uns, die haben Herzinfarkt gekriegt, Alter. Nee, ich bin besser. Also Flo, okay. Guck mal, lasst uns mal alle drei nebeneinander sterben. Da möchte ich mal gern wissen, ob dir was auffällt. Ich hab keine Verzierungen mehr. Ich hab, ich kann dir geben. Hast du den Tag gar nicht online, falls dir das nicht aufgefallen ist, also nein. Er war gar nicht online. Ja, warum war er wohl nicht online? Ja, aber in der Nacht, der vor...
Okay, Leute, ich habe eine ultra krasse Idee, aber ich habe fast keine Stimme, also ich gebe gerade mein Bestes, hier zu sein. Aber... Bist du krank oder wie? Ja, ich habe mir alles reingepulvert. Free Workout oder so. Let's go! Okay, ja, aber jetzt müsst ihr... Aber Leute, warte, ich habe eine 500 IQ Idee, okay? Ja. Aha. Aber das müsst ihr rausschneiden bei euch. Ich mute mein Mic und lasse eure Reaktion drin. Also ich will wissen, was ihr darauf sagt. Ja, 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 okay. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, aber ja. Ich wäre eher. Aber wir hatten die Idee, dass wir eigentlich in die Mitte gehen. Dann sind wir direkt in der Action. Ja, ich wollte, komm, das Ding ist, ich hatte sowieso eine Base für die Mitte geplant, aber die ist sehr groß, da brauche ich sehr viele Blöcke noch. Aber eine geheime Base in der Mitte wäre auch gut. Ja, ja, dann, ich würde sagen, hier, wenn irgendwann mal die Border zufallen, wenn es alles kleiner wird. Ja, eben, das darfst du ja auch nicht vergessen, ne? Border halt. Da bist du in der Mitte. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, wir brauchen definitiv irgendwas in der Mitte. Ja, also ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir einfach wirklich diese, wenn wir, jeder schnappt sich einen Spawner dann und dann machen wir 2, 3 Touren und dann haben wir alles. Das glaube ich klüger. Ja, safe. Das Ding ist, ich bin ehrlich, in der Base, wir hatten nicht wirklich viel, was jetzt wirklich wichtig war. Ich hab, wir haben schon alles. Ja, eigentlich, so, eigentlich ist hier Spawner. Wir bräuchten, also ich habe, by the way, ein bisschen Zeug mitgenommen, nicht wundern. Ich habe ein bisschen was bei mir. Wir bräuchten nur Äpfel. Äpfel ist Mangelware. Ich habe wirklich so viel Gold, wir können 3 Stacks Goldäpfel machen. Ich habe 54 Goldblöcke hier dabei. Ja, ich habe auch, ich habe 2 Stacks Goldblöcke bei mir. Könnt ihr mich mal befreien? Ich komme mit Alfredo Junior Junior hier nicht raus. Warte hier. Achso, das meinst du? Ach, danke. So. Also, ich würde sagen, einer schnappt sich die Pilzkuh und dann suchen wir uns schon mal einen neuen Spot und ziehen dann Kuhfarm und Mobfarm ziehen wir danach. Okay, okay. Ich hab die Kuh. Warte, wie heißt die Kuh überhaupt? Ich weiß nicht. Wir brauchen jetzt einen Namen, stimmt. Oh, stimmt, wir brauchen. Ready. Wir brauchen einen Namen. Hat wer einen Amboss? Du musstest den haben, Russell, glaube ich. Ich habe keinen Amboss dabei. Aber das ist sogar nicht der von hier. Ah, die bräuchte ich. Der darf niemals sterben. Der hat jetzt gerade 5, 6 volle Rüstungssets im Rucksack. Ich hab 1, 2. Okay. Mir ist schon klar, dass eine Rüstung ist so ungefähr 5 Stunden. Du hast da gerade wirklich 30, 40 Stunden Arbeit. Nicht 5 Stunden. Also ich habe so 2 Tage gebraucht für eine Set. Krieg man auf jeden Fall auch gut hin. Ich hab halt eine Rüstung verloren jetzt. Die haben die mir halt abgezogen im Knast, aber egal. Das ist egal. Die holen uns wieder, wenn wir die killen. Das ist krank eigentlich. Das können, also, wir haben ja eh Prime-Krieg. Wenn wir Ente, Stani irgendwie sehen, Sue, instant Angriff. Das Ding ist, ich will. Da wird nicht mal geredet oder so. Der wird instant mit dem Ja, guck mal, ich sag euch mal, wie es ist, okay? Zusammenfassung: Wir Ampelkrieger sind immer noch on top. Wir haben keinen Verlust, wir haben alle 3 Leben. Wir sind stärker als je zuvor. Aber, das Ding ist, ich will nicht ein 1 gegen 2 gegen die eingehen. Hey! Sombrero. Ja, ich muss mich vor der Sonne schützen, Leute. Heute sind 32 Grad. Wichtige Gespräche werden mit Sombrero geführt. Ja, aber ich bin ehrlich, come on. Ich will meine Rüstung nicht verbrennen. Ben, du hast Jun Stanin Walls auch schon der 1v2 weggeklatscht. Das schaffen wir nochmal. Ja, ist ein Argument. Okay, wir brauchen jetzt einen Namen für die Gude. Oh, guck mal, die steht doch hier oben schon. Ja, die will auch, ey. Keine Ahnung, wie wär's mit Gertrude? Suppenchefin Gertrude. Suppenchefin Gertrude. Suppenküchen. Hey Leute, wir müssen aber jetzt echt uns ein bisschen beeilen, weil nicht, dass jetzt jemand hierher kommt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Aber was ist, wenn wir hier eine Counterfalle bauen? Aber damit rechnen die, aber irgendwie auch nicht, oder? Das Ding ist, ich weiß, wie man die Falle baut, was die benutzt haben, Russik. Ja. Aber ich weiß nicht. Da muss ja ausgelöst werden. Nee, wir können es mit Tripwire machen. Verstehst du? Ich weiß nicht. Wenn die hier einfach drüber rennen, boom, tschick, und weg. Das Ding ist, die können hier halt nicht aus. Das ist der Vorteil. Ich weiß nicht. Ich sag dir ehrlich. Oh, guck mal, ich habe eine geile Idee. Was ist, wenn wir jetzt in unserer Folge nicht sagen, ob wir hier eine Falle bauen oder nicht? Und das müssen die Königskrieger dann selber rausfinden. Ja, das ist gut. Weil die gucken wahrscheinlich alle unsere Videos. Also, grüße gehen raus. Ja, die schauen safe rein. Ich schaue like auch mal durch, ob ich irgendwas geleakt sehe. Bei mir? Okay. Ben, du hast unsere Piece bei dir. Ich kann ja sogar bei dir schreiben, dass du den Leuten die Kommentare, wenn du da irgendwas wieder liegst. Wie zum Beispiel die geheime Kiste und den Verzauberungstisch. Ich bin ehrlich, die hätte keiner gefunden. Gut, ich bin auch ehrlich, ich habe unsere Base geleakt, also von dem her. Ja, okay, du kannst auch ehrlich sein, du hattest hier 20 Tiers drin rumliegen. Leute, wir sind gerade hier in unserer neuen geheimen Base. Gezündet und kaputt gemacht und so. Am besten Full Dia Equipen Zeug nehmen. Was hat Ami gemacht? Da lassen vielleicht und dann dahin. Oh mein Gott. Wir müssen halt die Spawner beschützen, wisst ihr? In unserer Base, ja?
Ja, in unserer alten Base. Oh mein Gott, da haben wir richtig Glück gehabt gerade. Junge, was für eine Base chillt Rustig? Der kriegt gar nichts mit, der chillt alleine in der Gruppe, ey. Der, Mann, ist, am, der ist am Bauen. Junge. Nein, 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 ich hab alles gehört. Ich hab alles gehört. Ja, schnell. Wo ist das Wasser? Sollen wir nicht die Sache machen? Ja. Ich hab 3D-Rüstungen dabei. Oh mein Gott, Leute, ich war gerade hier am Wasseraufzug machen. Guck mal, by the way, bewerte mal Wasseraufzug. Wir wollen uns unten machen, dass jeder so seinen eigenen Bereich kriegt. So einen Ampelbereich. Ich krieg einen grünen Bereich. Rustig kam vielleicht rot oder gelb und Ben rot. Das wäre eigentlich cool. Und hier kann man noch ein Dings reinmachen. Hier ist unsere Kuh. 3-Sterne-Superstar-Küchen-Gertrude. Aber Leute, wir müssen unsere Base verteidigen. Oh mein Gott, Leute, wir haben es zurückgeschafft. Aber das Ding ist, hier ist nichts. Ben hat gesagt, hier war nur Lava platziert. Hatte gar nichts so und der hat Lina gekidnappt jetzt. War die hier? Nee, die war in der Mitte, aber der wollte uns nur ablenken, dass wir weit weg sind. Wir sind ja voll Oh mein Gott. Oh nein. Der hat nicht mal Sachen mitgenommen, ist alles noch. Hä? Naja, sie hat mir gerade geschrieben. Sie hat mir Koordinaten gegeben. 1240 minus 130. Boah, das ist weit weg. Alter. Okay, Rustig, wir haben dich jetzt gerettet, jetzt müssen wir jemand anderen retten. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier. Hier irgendwo soll der Spot sein, wo Amir gesagt hat, wo er Elina festhält. Das Ding ist, Elina wird, glaube ich, gefangen genommen, weil, das hat mir Ben gesagt, weil Elina Amir ausspüren sollte. Amir ist es nicht, glaube ich, fix bei den TikTok-Leuten. Ich glaube, der ist eher bei den Eiskriegern. Oder Ex-Eiskriegern. Ich, Leute, ich habe keine Ahnung. Es gibt zu viele Clan-Sachen. Ich bin eigentlich froh. Ich hoffe eigentlich einfach nur, dass meine Stimme bald wieder normal wird. Weil, Leute, wenn die nächsten Tage keine Videos kommen, irgendwann, kein Helden, ihr wisst warum, ja. Ich bin gerade, glaube ich, so am Anfang, bevor man beginnt, krank zu werden. Ich hoffe, es bessert sich. Wait, Rustig redet mit Amir. Hallo. Junge, was hast du mit Elina gemacht? Ich habe mich mit der unterhalten, du Banks. Dreckiger. Ach so, ich Dreckiger? Die hat nur noch 2 Herzen, hallo. Ja, ist dir irgendwas passiert? Ich wurde bedroht, helfen Sie mir bitte. Elina! Was hat er mit Elina gemacht? Ich habe mit dir unterhalten. Ich wollte fragen, wie ihre Spionagekarriere so lief. Ja, aber das war, wir haben ja nur ein bisschen Fragen gestellt. Das ist dann noch erlaubt. Ich doch auch. Ich habe auch nur Fragen gestellt, oder? Du hast sie gefangen genommen. Nein. Ich habe sie um ein Treffen gebeten mit einem Argument, wo sie nicht Nein sagen konnte. Ja, und das Argument war eine Tötung? Nein. Ich habe ihr ein Feuerwerk versprochen. Und wo bist du? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gelogen. Es gab nie ein Feuerwehr. Also, ich bin keiner, der jetzt hier überall TNT platziert und wartet. Also, ich hätte ein Feuerwerk. Ja, aber warst du gestern mit involviert, ja oder nein? Nein. Ich sag dir ehrlich, ich bin gestern sogar, ob du es mir glaubst oder nicht, ich war gar nicht großartig in Minecraft unterwegs, weil ich am. Ja, weil du wusstest, was passiert. Oder ja, weil du nichts wusstest. Nee, ich sag ehrlich, ich wusste nicht, was passiert, aber als ich es gesehen habe, da dachte ich, krass. Das war 2 Schritte nach vorne gedacht. Das war schon schlau von denen gedacht. Und ja, das ich sag mal. Also, ob Ente so einen Plan jetzt da strickt. Ihnen würde, passt glaub, halt relativ gut in die Karten, Kopf weil. Ente, da sehe ich auch deinen Kopf ein bisschen. Mein Kopf? Oh. Ich glaube, wenn mein Kopf mit drin gewesen wäre, dann gäbe es eine größere Explosion. Boah, die war schon also, sehr groß. Ja, aber Banks, wir wissen doch beide, wenn eine Explosion ist, TNT-Farmen sind uns ja nicht irgendwie fremd oder so, dann hätten wir uns eine gebaut und dann gäbe es die ganze Burg einmal. Zum Amir! Spiel. Aber wo ist jetzt der Leader? Red dich um heißen Pressraum. Zurück. Was? Bitte? Wie? Übrigens, Jungs, ihr dürft doch gar nicht böse. Ich hab dich auch schon lange freigelassen. Ja, aber du hast irgendwas von Lava in unserer Base gesagt, da war nix. Ja, komisch, ich hab das extra platziert gehabt. Irgendwie musste ich euch ja ein bisschen ablenken. Komisch. Ich hab euch halt gesehen, wie ihr zu Elina gegangen seid, Jungs. Elina? Eigentlich wollte ich euch gar nicht involvieren. Ja. Alles gut? Zwingt ihr dich gerade, das zu sagen? Bei mir ist wirklich alles gut. Ich steh da gerade neben dir mit dem Boden. So. Ich will dich gerne mal leben sehen. Ja, dann geh, sag doch, wo du bist. Ich bin free. Ich warte, ich komme. Moment. Eine Sekunde. Hey, das klingt die klingt nicht sehr free. Dieser Eiskrieger-mäßige Gehirnwäsche. Ich sehe euch. Hinten. Nur das ja wirklich. Du hast nur Eisenrüstung an, Elina. Elina, jetzt! Ja. So, okay. Also, Jungs, das war, keine Sorge. Ich habe keine Falle gestellt, nichts. Ich musste mir nur ein paar Informationen nachgehen. Welche Informationen? Ja, das siehst du uns gerade. Ach, Quatsch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wo ist er, ey? Krank. Nee, der ist safe nicht hier. Warte. Ich sage ja, Jungs, aber ich würde sagen, das waren. Krass, die hatte ich eigentlich noch gar nichts zu tun gehabt. Eigentlich auch am Anfang haben wir uns gesehen. Das war eigentlich so ein normales Ding und so. Ist halt ja, schade. Wir wollen jetzt auch gar nicht reden, aber wenn wir dich sehen, dann gibt es auf jeden Fall Attacke, ne?
Also das lassen wir uns hier ja nicht gefallen. Hier. Spen soll sich mal lieber nicht zu viele Feinde machen. Dunkelorange jetzt auf der Ampel für dich. Dunkelorange. Oh, aber noch rot ist wirklich dieses Herz weg. Ich komme da vorher, wo es keine Ampel gibt. Unsere Ampel wurden alle abgerissen. Ja. Also, ne? Dann wünsche ich dir pass mal auf. Noch ein schönes Ding. Und Jungs. Junge, wieder. Spaß. Alter. Dachte, ihr hattet eine TNT-Falle hier ready. Es muss echt aufpassen. Es kann überall ganz kurz machen. Ich check's. Er will, dass alle Leben verlieren und die am Ende noch drei haben. Die wollen sich raushalten. Aber Ben, wir können die Eiskriege besuchen. Ich komm mit. Ja, morgen besuchen wir die Safe. Ich glaube, die sind eh auch nur noch zu zweit. Weil ich glaube, Vives ist da nicht so ganz einverstanden mit Oh, wow, wow. Interessant, Rhiney und Vive. Und Dami, meine ich. Ich glaube, wir machen das, Ben. Wir gehen zu zweit hin, wenn irgendwas ist. Ja, 2 gegen 2 ist fair, ja. Boah, das ist. Und dann gibt's wirklich diese rote Ampelkarte-mäßige. Vive ist nicht mehr dort? Soweit ich weiß, nicht. Ich weiß, aber jetzt halt nicht sicher. Es sind nur so Gerüchte. Okay, alles klar. Dann, wir hören uns. Ey, wir müssen unsere Base fertig bauen. Deine Rüstung mal richtig. Das ist ja gib mir die Rüstungsschmiede verlangen. Bin ich hier die Wohlfahrt? Nein, ich hab keine. Das sind meine Rüstung. Du kannst ja mal meine Rüstungsdinger. Wie großzügig ist bitte Rüstung? Rot. Wir sind noch ein Team, oder nicht? Ey, brauchst du die? Trotzdem. Da fragt man doch. Ja, er kann sie ja multiplizieren mit Diamanten. Ja, das werde ich bestimmt machen. Alles klar. Ihr habt noch eine geheime, separate Base, die ja vor uns geheim hält. Ich will die morgen sehen, Flo. Das ist, Nein, die habe ich nicht mal selber gezeigt. Wir wollen sie sehen, ne? Ja, okay, dann. Ich kann ja rausschneiden, aber ich will sie zumindest für mich privat gesehen haben. Aber du willst gar nicht, dir die jetzt zeigen? Nö, morgen. Oha. Okay. Gut, Leute. Dann macht's ja, gut. Ja, bei dir ist alles fit, du hast kein Herz verloren, alles gut. Mach's gut, tschö. Apple-Kick auf die 1. Okay, Leute, er hat schon was gesagt. Das Ding ist, soll ich ihm die Base zeigen? Oder soll ich die für mich secret halten, ist jetzt das Ding. Like, ich glaube, es macht schon Sinn, denen zu zeigen. Weil Ampelkrieger, das Ding ist, die vertrauen mir doch alles an. Und die würden mich jetzt nicht hintergehen. Vielleicht am Ende, wenn wir nur zu zweit oder zu dritt sind, dann maybe, aber da ist es eh egal dann, ja? Like, da brauchen wir keine geheimen Bases mehr. Aber Leute, ich zeige euch heute mal meine geheime, ultimative Giga-OP-Base. Aber Leute, auf meinem Weg zurück nach Hause, bevor ich euch meine Base zeigen wollte, hat mir Ike Shrimax geschrieben. Gleich reden, wo bist du? Komm zu unserem Hafen. Und ich habe ihm gesagt, ich bin gleich da. Er hat gesagt, er ist hier mit Elina. Hallo? Flo! Elinski! Hier am Hafen. Oh, Flo? Hier, da bist du ja. Ey Flo, gut, dass du hier bist. Wir ja? müssen auf jeden Fall mal reden. Du bist ja auch ein Überlebender von dem Anschlag von gestern. Ja. Aber weißt du warum? Ich kann dir genau sagen, warum. Warum? Es haben alle diesen Raum verlassen, den Meetingraum. Also vor allem Stani und Sue sind runter. Ich dachte mir, was wollen die da? Und hab so runtergeguckt. Und ich war am weitesten weg deswegen und hab überlebt. Ey, aber ich glaube, 10 Sekunden später. Ja, ich wollte es gerade sagen und dann ging's boom. Krass. Ja, gut, aber freut mich auf jeden Fall. Ich habe zum Glück auch überlebt. Ja. Wie geht's der Burg? Ja, ey, die Burg ist leider, na. Die ist hin. Die ist hin, die Burg. Die hat total Schaden. Das ist nicht naja, gut. Egal, die Burg können wir reparieren, aber unsere Herzen kriegen wir nicht wieder zurück. Ja, ihr habt ja 3 Leben verloren, euer Team. Das war echt zu krass. Das war wirklich zu krass. Deswegen will ich mit dir reden und mit den Ampelkriegern generell. Und zwar, was machen wir jetzt? Ja, wenn wir die sehen, sind die weg. Also. Weil das Ding ist, ich glaub, dieses. Einen angreifen, das bringt gefühlt nichts, weil wir wissen ja null, wo die sind. Die wollen auch irgendwie sich einen neuen Unterschlupf bauen. Ja, das Ding ist, die werden sich jetzt verkriechen wie die Maulwürfe. Ja, die werden sich jetzt nicht blicken lassen. Die sind locker auf irgendeiner weit entfernten Insel oder so. Die trauen sich locker nicht mal mehr hier auf die Insel. Ja, safe. Also ich sag ehrlich, meiner Meinung nach, wenn wir denen auch ein Herz abziehen wollen, dann müssen wir es wahrscheinlich auf genau die gleiche Taktik wie die machen, und zwar irgendwie mit einer ekligen Falle. Nee, da fallen die nicht rein. Ihr könnt jetzt deren alte Basen so trappen, aber ich glaube, ich weiß nicht. Meinst du nicht so trappen so? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas was bringt. Das Ding ist, wie sagt man so schön, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Was, wenn wir jemanden als Lock nehmen? Als Bait? Aber an was denkst du? Ich weiß nicht, mit wem sind die verfeindet? Wen würden die vertrauen? Like, wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, lass mal treffen, bei wem würden die ja sagen? Oh.
Ja, bei, gut, die Eiskrieger, mit denen sind die ja ganz gut. Ja, ne? Mit denen hat Ben ein bisschen einen Zuff gehabt, aber ja, ich sag mal so, vielleicht kann Möglichkeit. Ben ja mit den Eiskriegern das Krieg, weil das Ding ist, ich sag mal so, die Eiskrieger sind zwar gut mit denen, aber ich weiß von A Wife, er ist ja eigentlich auch Teil der Eiskrieger, der ist damit nicht so ganz einverstanden. Hm. Und vielleicht wissen die das nicht und wir könnten dafür sorgen, dass A Wife sich mit denen trifft. Ja, eine Wife dachte ich nämlich auch. Weil der ist eigentlich bis jetzt aus allem draußen gewesen. Ja, und an sich ist er ja mit denen verbündet durch seine Truppe. Aber wir müssen das richtig undercover machen. Das muss richtig krass undercover sein, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich weiß, wie man diese Falle baut. Ich habe die schon mal gebaut. Also, weil ich sag, wie gesagt, meiner Meinung nach rein dieses. Außer die stellen sich in einem Kampf, aber das werden die nicht machen, weil die in der Unterzahl sind. Das wird so ein ganz ekliger Kampf. Das wird nee, das. Ja, die werden. Sobald die im Wasser sind, sind die gefühlt weg. Das ist halt das Ekelhafte. Ja. Wir können die safe low hitten. Sobald die low sind, die werden einfach abhauen, weil die sich nicht trauen, gegen uns zu fighten. Oder was wir auch immer, was auch wichtig ist, ist einfach so ein bisschen strategisch. Ich meine, wir haben jetzt schon zweimal die XP-Farm von denen zerstört. Weißt du, dass wir die so ein bisschen aushungern lassen, ja? Ja. Das kostet ja alles Ressourcen, wieder die XP-Farm neu bauen, wieder die Rüstung runterhitten, so. Weißt du, dass wir die so ein bisschen wirtschaftlich zerstören, weißt du? Ja, verstehe schon, aber die werden doch ihre Secret Bases jetzt haben. Ich weiß nicht, ob die schon eine Secret Base haben, ne? Das kann ich, weiß nicht. Aber wir müssen uns auf meiner Meinung nach auf jeden Fall was überlegen. Ja, guck mal, die werden sich nicht immer verstecken, ja? Dann haben die langweilige Folgen, ich glaube, das wollen die nicht. Ich glaube, die werden irgendwann mal wieder was machen. Das Ding ist, wir sollten sie, halt... Müssen sie. Ich glaube, das ist alles nur ein Köder, wo die sagen, jo, wir haben alles jetzt getrappt, haltet mein Auge auf. Die wollen uns so paranoid machen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ja. Meiner Meinung nach denken die auch oder hoffen darauf, dass wir uns vielleicht jetzt gegenseitig zerfleischen. Weißt du, die sind jetzt weg. Vielleicht denken die auch irgendwie, wir wollten die einen Keil zwischen uns treiben, sodass die denken, dass wir damit irgendwas zu tun haben oder so. Weil mir war es auch wichtig, jetzt nochmal mit dir persönlich zu sprechen, weil ich sag mal so, ich habe ja gesagt, wir treffen uns in der Bergerburg. Nicht, dass ihr denkt, dass wir damit was zu tun haben, weißt du? Nee, das haben die wahrscheinlich ein bisschen... Aber wann haben die das gebaut? Drauf gepokert. Die haben drauf gepokert, weil die wissen, dass wir uns immer in unserer Burg getroffen haben. Die wussten, dass es so kommen wird. Ja. So, und ich meine, am Ende des Tages haben wir ja auch 3 Leben verloren. Also das ist... Eulina, ich muss dir auch noch was sagen. Was? Komm mal hier kurz mit. Oh Mann. Eulina, ich glaube, ich weiß, warum du gestorben bist. Warum? Ich weiß nicht, was bei dir so war, aber es wurde dann ein bisschen mit Slaps gebaut und auf Slaps kann man nicht MLG. Ja, ich dachte das ich auch. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe mir das angeguckt von dir. Ja, ich habe das überprüft, aber man konnte dann später da einen Wassereimer platzieren. Also es war kein Slam, okay. Leider. Nee, weil woanders, wo ich nach hochgeworfen wurde, konnte ich nicht. Ja, nee. Also ihr müsst euch generell merken, immer den Greifhaken für MLG benutzen. Das ist viel besser. Ja. Immer wichtig. Also ich konnte mich mit einer Enderperle setzen. Perle ist auch gut, ja. Aber Wassereimer, ja. Hätte ich es auch nicht geschafft, ja. Na gut, okay, mir war es nochmal wichtig zu quatschen. Also wenn ihr irgendwas starten wollt, dann sagt einfach Bescheid. Ich suche mal Informationen. Das Ding ist, du hast mich gerade vorhin auf eine Idee gebracht. Also für die Zuschauer, wir haben was sehr, sehr Cooles vor. Wir haben eine Idee. Wir haben auf jeden Fall eine Idee. Sehr gut. Also Chaos Flow war gut, dass wir gequatscht haben. Ich muss weiter. Ich muss noch was erledigen. Halt mal ein Auge auf. Tschüss, ich glaube, du bist gerade ein Prime Target für die. Ja, ich pass auf jeden Fall. Dann macht's gut. Ciao, ciao. Okay, Eulina. Ja. Du musst aufpassen. Du bist auf 2 Leben. Ja, Mann! Ich hab richtig Stress, Alter! Aber ich bin ehrlich, jetzt nicht für ungut, aber es ist eigentlich schon. Also, Ben, Max und wer noch? Also, wir haben alle überlebt. Und ich. Ja. Und wir sind. Ich glaube, wenn wir gestorben wären, wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen. Dann hätten wir einen richtigen Rückschlag. Ja, stimmt. Auf mich kann man... Nee, so meint ich das nicht. Ich meine nur, also wir können eher ingehen und können mehr Schaden ausrichten. Like, ich werde ein Leben taken, wenn ich denen eins... Also ich nehme ein Leben von mir in Kauf, wenn ich denen eins nehmen kann. Ja, check ich. Ja. Ich hole mir mein Leben irgendwann mal wieder zurück. Nee, wir machen das. Eulina, versprochen. Wir machen das. Wir werden dich rächen. Ja. Wir werden alle rächen. Ja, wir werden alle Herzen wieder zurückholen. Ja. Und dann tanzen wir Hardstyle. Okay, alles klar. Dann, wir sehen uns. Pass auf dich auf. Ja. Will nicht, dass die dich abfangen. Jo, okay. Okay, tschüss. Hey Leute, wir haben schon Cooles angeplant. Also, das Ding ist, Max und vor allem MBK sind jetzt richtig sauer auf die.
Und die werden sich jetzt verkriechen. Die werden jetzt absolut Noob-Modus anmachen und werden sich verkriechen wie feige Maulwürfe. Das Ding ist, wir können sofort den nutzen. Ich weiß, Siu ist so einer, er sagt immer so übelst so, nein, auf Ehre, ich kämpfe wie ein Mann. Vielleicht können wir Siu überreden, dass er nicht abhaut. Weil Siu haut immer ab bei allem, ja. Wenn wir den einmal erwischen und er nicht abhaut, habe ich den. Bin ich mir relativ sicher. Siu ist der stärkste von denen, aber ich habe, wie gesagt, ein paar Asse im Ärmel und ich trainiere auch gerade. Ich glaube, ein Kampf, Siu und ich glaube, das wäre einer der legendären Fights hier in Minecraft-Helden. Und Stani, über den brauche ich gar nicht reden. Ja, wenn der nicht der TNT-Falle auspackt, Junge, den klatsche ich weg mit Full Life überbleibend. Aber das Ding ist... Oh, einfach mal den Tentakel gefunden. Das Ding ist, ich wollte euch noch meine Ultra-OP-Base zeigen. Denn Leute, bevor ich euch das hier zeige, müsst ihr alle ein Like da lassen und abonniert mich für die 1,7 Millionen, würde mich ultra freuen. Leute, ich habe wirklich eine gefühlte Nacht durchgemacht, um das hier zu bauen. Und guck mal, das hier ist der Hashtag Team Melone Bunker. Das ist meine neue Base. Ich bin mega, mega stolz auf den. Ich habe hier in der Mitte so von einem Ozeanmonument dieser Blöcke und hier alles richtig schön ausgekleidet. Gibt mir so richtig so ein Vibe von, keine Ahnung, von so alten Bunkern, die ich früher mal gebaut habe. So ein bisschen, vielleicht weiß es noch wer, so ein bisschen gibt mir das so ein Vibe hier von Minecraft Genesis und ohne das Holz. Ich finde das richtig cool. Ich liebe es, Wasser hier zu haben. Und ich habe überall hier Deko, Zuckerrohr aufgebaut. Es gibt zwei Ein- und Ausgänge. Einmal das hier. Und einmal kann man hier hinten raus und rein. Ich habe euch Karotten an. Ich habe überall so geiles Design gemacht. Guck mal hier. Ich will alles so naturgerecht hier haben hier. Ich habe so so Pflanzen mit Wasser gefüllt. Ich fand, das sah richtig cool aus. Ich habe Wanddesign gemacht mit diesen Andesite, diesen Steinblöcken und so weiter und so fort. Ich finde, es schaut mega schön aus. Ultra, ultra geil. Ich habe auch hier Steinboden. Das gibt's. Das kann man sich craften in einem Mod hier. Aus Andesite und normalen Stein hier. Und ich finde es mega nice. Hier links geht's zu Beginn direkt in meinen Lagerraum. Hier habe ich meinen ganzen Stein, hier habe ich mein ganzes Holz. Hier liegen ein paar Mod-Sachen, wie enchantete Sachen, die ich aus der Base von Ben übertragen habe. Hier habe ich Seelensand. Mit dem habe ich nämlich demnächst was richtig cooles vor, unter anderem den Wasseraufzug in unserer neuen Secret-Base. Und ein paar Leute sind auch gerade schon online. Die Bösewichte. Leute, ich bin ehrlich, ich mache die fertig, wenn ich die sehe, ja. Ich habe wirklich schon ein bisschen geübt neulich. Ich habe eine Shrine demnächst, habe ich noch geheime Items. Habe ich hier auch notiert, by the way, in meinem Buch. Ich habe mir so einen Buchständer gemacht. Geheime Items. Ich habe neue Strategien. Wenn wir die sehen, Leute, die haben keine Chance, ja. Ich habe letztens ein Video von Stani geguckt. Ich habe seine Hotbar gesehen. Allein sein Hotbar hat mir gesagt, dass er einen Kampf gegen mich nicht überleben wird. Hier haben wir noch ein bisschen anderes Zeug. Es gibt diesen elastischen Tendon. Da kann man sich diese Peitsche machen, aber die geht nur auf Monster, habe ich getestet. Die geht nicht auf Spieler. Hier ist alles, was Naturzeug ist. Ich habe es auch wieder richtig schön sortiert. Hier ist ein bisschen so Toolzeug. Hier haben wir Yamis GG-Bogen und abonniert Flo als Backup. Und das ist alles richtig cool. Ich habe mir hier neue Banner gemacht. Und Leute, jetzt kommt der coolste Teil. Ich habe aber noch ein Secret hier in der Base. Das zeige ich euch gleich noch, Leute. Aber ehrlich, in meiner Meinung, bewertet mal in die Kommentare von 1 bis 10 meine neuen Bunker hier. Ich finde, der ist sehr, sehr schön geworden. Soll ich den wirklich Ben und Russik zeigen? Weil das Ding ist, wenn Ben das liegt, oh, das, ich will nicht, dass es hier gesprengt wird. Da bin ich ultra stolz auf das hier. Hier ist so mein Schmelzbereich. Hier habe ich auch richtig viel Gold geschmolzen. Weil, Leute, wir brauchen so viel für goldene Äpfel demnächst. Aber ich habe auch eh schon so viel. Und hier, Leute, kann ich meine Rüstung jetzt endlich auf die Ampelkriegerrüstung machen. So, ich glaube, das war so hier, bumm. Gelb hier, ne, warte, unten war es, glaube ich, grün. War das so? Guck mal, ich mache das hier rein. Oh, das ist schon grün. Okay, passt, das müssen wir nicht machen. Dann machen wir das hier gelb, glaube ich. Und ich glaube, der Helm war rot, so wie Ben das meinte. Ich glaube, dann haben wir den vollen Ampelkrieger-Look. Ich bin ehrlich, ich mochte den anderen, aber ich finde den eigentlich auch ganz cool. Ey, Leute. Ich hoffe einfach wirklich, dass ich jetzt nicht krank werde. Wenn demnächst keine Heldenfolgen kommen, es tut mir mega leid, Leute. Meine Stimme ist so tot. Ich habe so viel gemacht die letzten Tage. YouTube-technisch. Aber guck mal. Ich finde rot, gold, grün passt eigentlich auch ganz cool. Und das, Leute, ist auch einer meiner Lieblingsbereiche. Ich finde, es hat noch hier gefehlt. Der Shop-Bereich. Weil, Leute, ihr könnt mich unterstützen. Ich arbeite gerade an neuen Projekten auf meinem Kanal. Gönnt euch ein Axel-Plüschtier. Das ist mein Haustier, mein Axolotl. Feuer-Axel, Bloppy und Billy. Und das trage ich die ganze Zeit. Das ist das Team Melone All Over Print, das Originale. Dann gibt es auch noch Team Melone Dunkelregenbogen. Gibt es beides in der Team Melone-Kategorie. Shop.chaoswitch.com. Gönnt euch das hier, würde mich megamäßig freuen. Und wenn ihr Geburtstag habt, gönnt euch das hier. Das ist nämlich Team Melone Geburtstag, Saftig Geburtstag und Totem. Und je nachdem, wie alt ihr werdet, könnt ihr eure Zahl aussuchen. Ich glaube, von 6 bis 18 Jahren geht es. Dann ist eure Zahl drauf und ihr kriegt eine handunterschriebene Autogrammkarte, wo ich euren Namen persönlicher Widmen draufschreibe. Nur solange der Vorrat reicht, shop.chaoswitch.com. Gönnt euch das hier, wenn ihr Geburtstag habt oder wünscht es euch.
Da findet ihr meinen Shop, Leute. Je mehr Verkäufe ich mit meinem Shop mache, desto hochwertigere Formate kann ich bringen. Deswegen, ich arbeite gerade an neuen Formaten, wo das richtig hilfreich wäre. Aber jetzt, Leute, habe ich noch ein Secret. Denn das hier ist mein Secret. Guck mal, mein Geheimraum. Ich sage nicht, wo der ist, aber den habe ich noch. Hier ist mein Spawnpoint und hier ist mein OP-Stuff. Und guck mal, Leute, wie viel ich jetzt habe hier. Ich kann mir mal craften, nochmal Goldblöcke aus denen hier. Wir haben so viele Goldblöcke. Die habe ich ein bisschen aufgebraucht für meine Backup-Rüstungen. Aber ich habe noch hier Yami sein Bogen, Yami sein Schwert, Blobis hier und ultra viel anderes Zeug. Ich habe auch noch ganz viele Rockets. Hier sammle ich Gunpowder und mache noch mehr. Aber komm mal, ich habe auch in meinem Rucksack noch ein bisschen mehr. Wir haben so viel von dem Ganzen. Ich habe meine zweite Backup-Rüstung, die werde ich auch noch ummachen auf diese Ampelkriegerfarben. Ich finde die eigentlich ganz cool hier. Hier ist noch eine OP-Rüstung von Yami gesponsert. Und ein bisschen meine alte Rüstung, die ich hatte, bevor wir die es hatten. Und Leute, ich bin ehrlich, ich glaube, wir holen das Ding, ja? Aber das allererste, was ihr machen müsst, ist ein Like da lassen und mich abonnieren. Und shop.chaosity.com hier. Bewertet meine Base, würde mich mega freuen. Ich habe so lange dran gesessen, dass ich schon keine Stimme mehr habe. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, Leute.